Ich bin unterwegs zum nächsten Stopp auf meiner Hochrhönstraßenrunde. Dieses Mal soll es gehen zur Roter Kuppe. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, dieses Mal soll es gehen zur Roter Kuppe. Ist dann sozusagen mein vierter Vorschlag, glaube ich, mittlerweile. Wir hatten Fischerhütte am Rotsee, wir hatten Holzberghof, wir hatten jetzt der Basaltsee, jetzt der Roter Kuppe. Bin ich auf meiner Strecke auch eigentlich schon vorbeigekommen, habe ich euch so ein bisschen unterschlagen. Da seht ihr den Turm schon auf dem Berg, auf der Roter Kuppe, entsprechend stehen. Da wollen wir jetzt dahin. So, das heißt, es geht hier mal ordentlich den Berg hoch. Sieht man wahrscheinlich auf der GoPro jetzt wieder gar nicht, wie sehr man hier den Hügel hochkraxeln muss. So, und schon sind wir oben angekommen. Ja, seht schon, da könnt ihr euch auch mal schön lang machen, schöne Aussicht genießen oder hier halt fein vor dem Turm parken. Oh Mann, irgendwie habe ich es dieses Jahr nicht so richtig mit meinem Glück. Nachdem ich jetzt die Aufnahme hier schon zweimal vorher versucht habe und wegen irgendwelchen technischen Problemchen abgebrochen habe, habe ich es jetzt geschafft, das Ganze so weit rauszuzögern, dass sie aktuell Urlaub haben. Ganz toll. Aber ich will es jetzt nicht nochmal verschieben. Ich zeige es euch trotzdem mal. Ihr seht ja schon, normalerweise könnt ihr hier schön draußen sitzen. Es gibt auch oben eine schöne Terrasse. Ich kraxel mal gerade hier hoch, wo ihr draußen sitzen könnt. Und natürlich gibt es auch drinnen ganz normal einen Gastraum. Und es gibt auch wiederum echt lecker Essen. Also hier kann ich zumindest schon mal bestätigen, dass ich mein Schnitzelchen schon mal gegessen habe. War lecker. Da drüben seht ihr auch schon, na, jetzt auf der GoPro wahrscheinlich nicht wirklich, die Thüringer Hütte liegen. Ja, und ansonsten schöne Aussicht, die wahrscheinlich noch schöner ist, wenn er hier mal den Turm hochkraxelt. Das war was, was ich jetzt heute eigentlich klären wollte, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe, zu gucken, ob man da hochgehen kann. Aber was ich so im Netz gefunden habe, ist der normalerweise zugänglich. Schade, hätte ich euch gerne gezeigt. So ist es wieder eine Kurz- und Bündig-Runde mit der Roter Kuppe. Ja, ich hoffe mal, das hat euch ein bisschen wieder weitergeholfen. Ihr guckt es euch mal in echt an, wenn das Ganze offen ist. Genießt hier die schöne Aussicht, genießt hier ein lecker Essen. Mittags gibt es natürlich auch Kuchen und solche Geschichten. Ja, und dann soll es das wieder gewesen sein für diese Runde. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt es nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.